So, ihr Lieben, heute geht's um Bruchrechnung. Ihr seht hier zwei verschiedene Tortendiagramme. Das linke stellt ein Dreiviertel, das rechte ein Sechsachtelbruch grafisch dar. Der Unterschied ist doch einfach faszinierend, nicht wahr? Ey, Herr Lehrer, die beiden Diagramme sehen doch voll gleich aus. Ist doch komplett egal, welchen Bruch man jetzt benutzt, oder? Na klar. Auf den ersten Blick mag das zwar so sein, aber in der Musik gibt's dann doch einen kleinen Unterschied zwischen einem Dreiviertel- und einem Sechsachteltakt. Wie dieser zu hören ist und wann welche Taktart angewendet wird, erfahrt ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Ich bin der Sebastian und heute schauen wir uns den Dreiviertel- und den Sechsachteltakt mal genauer an. Wie schon erwähnt, sind sich diese beiden Taktarten sehr ähnlich. In einen Dreiviertel- und in einen Sechsachteltakt passen die gleichen Notenwerte, zum Beispiel natürlich Dreiviertelnoten oder Sechsachtelnoten. Und auch wenn es so scheint, es ist nicht einfach egal, welche Taktart wann benutzt wird. Wenn es um Taktarten geht, spielen nämlich nicht nur die jeweiligen Notenwerte innerhalb des Takts eine Rolle, auch die Betonungsschwerpunkte sind maßgeblich an der Taktartwahl beteiligt. Ein Takt ist eine regelmäßige Abfolge von betonten und unbetonten Zählzeiten. Falls sich das noch etwas überfordern sollte oder das zu schnell geht, schau doch hier unser Video zu den Taktarten an. Da erkläre ich dir alles noch ein bisschen ausführlicher. Klicke doch am besten direkt auf Abonnieren, damit du auch in Zukunft kein Video mehr von uns verpasst. Bei einem Dreiviertel- oder Sechsachteltakt liegt die schwerste Betonung immer auf der ersten Zählzeit des Takts. Das betrifft beide Taktarten. Aber ab jetzt kommt schon der entscheidende Unterschied. Die restlichen natürlichen Betonungen liegen in den Taktarten an verschiedenen Stellen. Spielt man in beiden Taktarten Achtelnoten, werden diese also unterschiedlich betont. Bei einem Dreivierteltakt wird die erste Zählzeit, wie gesagt, am schwersten betont. Aber auch auf den beiden vollen Zählzeiten danach, also auf der 2 und 3, liegen natürliche Schwerpunkte. Wenn wir das Ganze mit Achteln aufschreiben, sieht das so aus. Die Unzählzeiten, hier mit einem Plus markiert, sind nicht betont. Das bedeutet also, dass hier quasi immer jede zweite Achtel betont wird. Ich zähle das einmal laut vor. 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und. In unserem Hörbeispiel klingt das so. Kommen wir zum Sechsachteltakt. Hier wird von den sechs zugrunde liegenden Achtelnoten die erste und die vierte Achtelnote betont. Die erste jedoch etwas stärker. Im Gegensatz zum Dreivierteltakt wird hier also jede dritte Achtel betont. Ich zähle es wieder vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und im Kontext klingt das dann so. Hören wir uns beide Varianten nochmal hintereinander an. Hörst du den Unterschied? Um es noch etwas mehr zu verdeutlichen, spiele ich eine kurze Melodie. Einmal im Dreiviertel- und einmal im Sechsachteltakt. Das Tempo bleibt hier übrigens natürlich gleich.
Der entscheidende Unterschied ist also das jeweilige Feeling der beiden Taktarten. Durch die verschiedenen Betonungsmuster entsteht für jede Taktart eine eigene charakteristische Rhythmik, die wiederum unterschiedliche Wahrnehmungen auslöst. Das wird vor allem dann deutlich, wenn man einen Rhythmus wie diesen hier einmal als Dreiviertel- und dann als Sechs-Achtel-Takt spielt. Zusammengefasst bedeutet das: Nicht nur die Notenwerte, sondern auch die Betonungsmuster und das daraus entstehende Feeling bestimmen, ob ein Song in einem Dreiviertel- oder Sechs-Achtel-Takt steht. Hört einfach immer genau hin. Typisch für einen Dreivierteltakt sind Walzer wie An der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Oder der Jazz-Standard Someday My Prince Will Come. Typisches Beispiel für einen 6-Achtel-Takt ist der Song Nothing Else Matters von Metallica. Ich hoffe, der Unterschied zwischen Dreiviertel- und 6-Achtel-Takt ist nun etwas klarer für dich. Falls du noch weitere Fragen dazu haben solltest, schreib uns einfach einen Kommentar, wir antworten gerne. Und auch sonst ist jedes Feedback willkommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, klicke auf Abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, und wir sehen uns in der nächsten Folge.